Hallo ich meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Among Us mit dieser wunderschönen Truppe hier. Guckt euch die an. Schaut ihr das Game? Hallo. Oh. So heiß hier drin. Hier spricht so heiße Leute. Hard in here, würde ich sagen. Wir spielen auf Fotos. Hurra. Wahrscheinlich kann, dass ich Imposter bin, liegt hier bei 150%. Okay. Alles klar, Raytöten. Rauswerfen direkt. Hoch mit dir, du dummes Schiff, ey. Das muss man nicht machen. Ah, okay, Andy ist hier direkt am Start, Mann. Hallo? Was ist hier los mit dem Labyrinth, bitte? Gucken wir mal ganz kurz, wo Andy hin ist. Ich hasse Wires, gell? Alter, ich bin einfach nur zu dumm dafür. Ich werde jetzt gleich gekillt. Zero. Zero! Wieso konnte ich Darkness so gut sehen gerade? Krank. Was machst du? Was muss man hier machen? Ah, das ist so anpassen, gell? Geile Töne. Pascal, Zero, Darkness. Darkness ist weg. Darkness ist da unten. Es ist ein Fluch. Es ist einfach ein Fluch. Wieso bist du's? Oh, Arnold. Nee. Oh. Weil immer reported wird, wenn ich Simon Says mache. Ja, das kenne ich. Also zurück zum Thema. Ich habe Arnold gefunden, der liegt im Süden draußen. Also direkt neben der Tasse mit den Meteoriten. Okay. Links oder rechts davon? Links, also im Eingang O2. Okay. Wo ist denn O2? Auf welcher Map sind wir überhaupt schon wieder? Polos. Aber ich suche gerade O2. Was, links von O2? Ja, links von O2. Also bei der Tür zu O2. Hä, links von O2 geht gar nicht. Wo ich jetzt ein kleines Problem habe, ist, dass der Kill nicht unbedingt länger als 5 Sekunden her ist. Warst du noch in der Lifeline? Ja, ich war kurz vorher dran, ja. Wir haben noch alle Lifelines gesehen. Was ich gerade sagen kann, ist auf jeden Fall, ich war im Boiler Room, das ist ja direkt drunter, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja? Da habe ich auch einen stehen so sehen. Das ja, das war, drin. Und das war, also da war Andy und ich. Ich habe die beiden Räder da gehabt, diese Ruder oder was weiß ich, das muss man beides so drehen. Ich habe das auch noch nie gemacht, keine Ahnung, da hatte ich das aufgefüllt. Ich habe Andy gesehen, im Boiler Room, mehr weiß ich nicht. Da ich in den Camps war, habe ich Darkness, Tinte und Zero gesehen. Und ich Lena, wo bist du so hingelaufen? Was haben wir so gemacht? Genau, ich wollte sagen, ich bin da auch hergelaufen tatsächlich. Ich bin jetzt nach oben mittlerweile da vor den Camps quasi. Also da lag aber echt noch keiner. Das kann halt wirklich nicht lange her sein. Was hast du denn was gemacht? Arnold hat das Licht gefixt, ist dann runtergegangen und ich bin dann kurz darauf Lena, hinterher. Lena, was hast du denn Weapons gemacht? Meteoriten geschossen. Oh, da warst du dann aber schnell oben. Detective Andy! Also bei 7 votet man nicht, aber ich würde sagen, bei 9 kann man schon mal eine. Andy auf der richtigen Spur. Ich find's traurig, ich bin alleine tot, Mann. Man sollte nicht den aufnehmen, den killen, Mann, am Anfang. Das macht man einfach nicht, Mann. Ja, wir machen die Aufgaben. Als Ghost. Ghostman! Oh, auch ein schönes Zeichen. Ich bin Kaspar, der freundliche Geist. Ja, okay, man sieht mein Gesicht auf der Karte mal. Wer könnte es noch sein? Keine Ahnung. So. Das ist ein Geist. Ein Geist, den ich scannen muss, weißt du? Wie geht denn das? Sind ganz schön viele unterwegs da. Guck mal. Oh nein, das arme Kind. Nein! Oh.
Ein Imposter ist auf jeden Fall mal dabei. Vielleicht auch zwei. Oder auch nicht. Andy kommt hinterher, er guckt. Ray guckt nochmal nach, ob da jemand liegt. Alles cool. Also ich glaube Andy nicht, der hat gerade echt stark geshootet auf sie. Was soll ich da machen? Ach so. Geil. Hier liegt keiner. Wenn da unten einer liegt hier, oder? Hat auch gelitten. Oh, das ist perfekt an die Ecke! Wie nice war das denn? Machen wir noch das hier. Oh! Tja, da liegt jemand tot. Aber ich möchte mal ganz kurz sagen, dass, das dürfte Andy auch bestätigen können, dass sehr zögerliche Killer sind, ja. Denn nicht nur, weil nur einer tot ist, sondern auch nach dem Seismic waren noch alle am Leben. Und ich habe dann nochmal einen Download gemacht und danach waren immer noch alle am Leben. Schon. Und zwar jetzt aber zur Leiche. Zero liegt oben bei Communications drin. Und entgegen kam mir davor niemand. Es ist nur mit mir gelaufen Tinte und ich habe, Entschuldigung, ich habe Caro vorne gesehen. Aber die kam mir nicht, oder kam die uns entgegen, Tinte? Nee, die, also Caro ist die ganze Zeit bei mir rumgesteppt. Wir standen, gerade wie blöd vor dieser Tür. Ja, die nicht also, das Problem war, ich dachte selber, wieso? Und, hä, wieso verfolgen sie mich jetzt so? Ich würde jetzt einfach mal ausschließen, da ich das letzte Mal, als ich noch Lifelines geguckt habe, noch alle im Leben waren und in Sichtweite Andy war, der, glaube ich, auch noch mal Lifelines geguckt hat, wie auch immer, würde ich mal Andy ausschließen, weil so schnell kann er nicht wieder vor mich kommen. Geht irgendwie nicht. Tinte ist mit mir gelaufen. Davon gehe ich auch davon aus, dass er es auch nicht war. Also die zwei schließe ich schon mal auf jeden Fall für diesen Kill aus. Darf ich bitte kurz mal fragen, ja, vor welcher Tür Caro und Jackie gestanden haben sollen? Decontamination oben. Wann? Jetzt gerade? Nein, das war, nachdem ich rechts den Alarm also ich stand halt rechts die ganze Zeit, hab gewartet, dass links einer die Hand drauf legt, damit dieser Alarm halt ausgeht. Und Jack und ich sind dann halt beide nach Laboratory und dann ist die Tür halt zugegangen, ich bin halt weitergerannt und dann kam ich... Das sah ziemlich geil aus. Ja, stimmt. Vanessa, also Hi-Happen, ist ja mit uns unten Deko-Raus, konnte aber nicht killen, weil Tinde dabei war. Also, könnte schon sein, dass sie dann rübergegangen ist zu kommen. Sag's nur. Schwarz hat schwarz gewählt. By the way, Selbstreport wäre auch möglich gewesen. Ja, das wär's. Machen wir noch den Upload und dann ist für uns erledigt. Ich weiß nicht, ich glaube, weil es halt so zögerlich alles ist, noch keine so krassen Kills da sind. Jackie, weil sie die Map noch nicht so gut kennt. Vanessa, weil sie vielleicht eher zögerlich ist, was Kills angeht. Sind denn die jetzt? Darkness und Tinte. Da hätte der eine den anderen schon gekillt. Safe. Da kommt der Imposter. Das ist Jackie und sie lebt noch? Cooldown? Weiß ich nicht. Was wäre denn jetzt eure Vermutung, wer das sein könnte? Weil ich bin schlecht, ich kann mir einfach Sachen nicht so gut merken. Der Schneemann war's. Darkness ist tot. Oh nein!
Darkness. Why did you do that? Oh, sind wir bald fertig, aber. Jetzt werden sie Killguy. Okay, Jackie doch nicht. Naja, ne? Ja, geht ja noch. Ja, zwei mehr, wir müssen so. Ganz einfache Geschichte. Darkness ist als erster gestorben. Durch, ne? Darkness ist vor ungefähr, lass es 15 Sekunden sein, gestorben. Linker Reaktor vorm Vent. Arnold dann in der Zeit irgendwo dazwischen. Okay, Arnold interessant, ist schon mal auf jeden Fall linker Reaktor stand Caro, die schon die Hand draufgelegt hat. Ich war dann so dumm, hab noch meine Hand auch mit draufgelegt, das macht nicht viel Sinn. Ja, damit Vanessa, ne? Ist hinten dran auch noch schon gewesen, aber die ist dann auch mit mir quasi rechts rüber entgegenkam tatsächlich Darkness. Lena und Darkness. Tinte? Wo ich erst nee, ich dachte, kam auch zu rechter Reaktor, kam ich links, auch. Links. Ah, links, rechts. Oh, nee, da war ich du warst danach rechts, ja. Richtig, Vanessa genau. Habe ich das machen lassen, rechts. Und deswegen könnte naheliegen, Carolina. Warte. Tinte, warst du direkt am Reaktor dran? Nein. Nee, der ist in diesem. In da, diesem die Käfig ist er nämlich die ganze Zeit da gelaufen. Ich habe Vanessa gesehen, nachdem der Reaktor aus war. Da muss es doch durchgehen. Nee, die ist dann mit Tinte links verschwunden. Da muss Tinte sagen. Mama? Tinte, hast du Vanessa noch länger gesehen, nachdem der Reaktor aus war? Wer ist Vanessa? Hi, Happen. Das sag ich doch. Nee, hab ich nicht. Okay. Oh. Ja, schwierig. Ja, Caro, Lena, ihr müsst auch mal was sagen. Was war nach Reaktor? Ich bin weggegangen und... Wohin? Bin dann Richtung Communications. Okay, Lena? Ich bin O2 gegangen und stehe jetzt vor Admin. Richtung Communications möchtest du gegangen sein, Caro? Wollte ich auch gerade sagen, da war ich nämlich drin und da war keiner. In die Richtung! Du bist mir beim Labor entgegengekommen, Caro. Ja, weil ich bin Richtung Communications, Quest, dann bin ich hoch und dann bin ich... Ja, aber Doppelkill ist vorbei, wir müssen roten. Okay. Fuck, okay. Weiß jetzt nicht warum, aber gut, dann mal, viel Erfolg beim Aufgaben machen, war die falsche Entscheidung. Ja, wir haben es ja gleich. Da fliegt sie in die Lava. Ah, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Die müssen es wissen, Mann. Ich bin ja fertig, ne? Ja. Also ich denke irgendwie immer noch, das ist... weiß nicht, Hi Happen war. Oder war es doch jetzt die richtige Entscheidung? Andi läuft weg, obwohl Lights ist. Komisch. Bin weggelaufen? Ja, war Lights und du läufst weg. Komisch, ne? Über Office war das. Bist du mir entgegengekommen? Also Lights war aus. Ich bin direkt richtig. Hin, straight. Danach kam Lena. Da waren die Lichter schon wieder an, als Nein. Ich da oben war. Doch. Ich hab die Lights angemacht. Das kann gar nicht sein. Ja, das ist ja durchaus richtig. Aber als ich euch da oben entgegen... Ich rede von der ersten Begegnung, nicht von der zweiten. Du bist erst gekommen, als sie wieder da waren. Aber wo sie raus waren, bist du davon weg. Du bist durch mich durch. Nein. Über Office war ich, das. Pass auf. Ich war bei Weites und habe nämlich gesehen, dass Tinte gestorben ist, während die Lichter aus waren. Und habe deswegen die gefunden. Ich bin euch erst entgegengekommen, als die Lichter schon wieder an waren. Da sind Lena und du nämlich rausgelaufen. Ist korrekt. Da waren die schon wieder an. Und dann sind wir uns nochmal begegnet. Drittes Mal. Unten. Nein, ein zweites Mal. Drittes Mal. Nein. Och Mann, ey, Andi, guck dir deine Aufnahme nachher nochmal an. Die Entschuldigung will ich dann aber schriftlich. So. Kriegst du nicht, weil es gibt nichts zum Entschuldigen. Doch, natürlich, weil wir uns dreimal begegnet sind in der Runde. Wo lag denn die Leiche, wenn ich mal so frage? Communications und du bist es. Ich bin oh nein, es fängt schon wieder an, die zwei. Nein! Ich war oben in Laboratory und das kann Lena sogar bezeugen, weil da war sie nämlich auch. Das stimmt. Als das Licht ausgegangen ist. Ja, war ich auch da oben, weil mir Ray entgegenkam und ich dachte, das Licht war aus, guckst du mal, das stimmt. Für eine Leiche. Das stimmt, die ist oben oder rein, ja. Das stimmt. Ja.
Und wenn Lena das jetzt auch bezeugen kann, dann... Ah, cool. Dann will Ray mich jetzt gerade rausvoten. Geil. Okay. Knicki-knacki. Ja, Lena muss jetzt halt sagen, was hat das nicht, Leute! Mach das nicht! Ja, hast du Vanessa gesehen da oben? Vorlicht oder Beilicht oder was auch immer. Jetzt gerade am Ende habe ich sie auf jeden Fall da gesehen. Ach, ich skip. Ist mir zu dumm. Ich hab keine Ahnung. Wow, jetzt werde ich gewotet. Wow! Oh! Ich hab geskippt. Nee, alles klar, und beide, oder? Ah, die gewinnen noch, die gewinnen noch. Die Task machen sie jetzt schnell fertig. Die zwei laufen jetzt immer zusammen, kann das sein? Lena, du musst was machen. Obwohl Lena an sich sehr gut gespielt hat, muss man an dieser Stelle sagen. Respekt. Ja? Ja, Lights. Okay. Es muss jetzt einer sterben. Kommt Lena. Mach's nicht, Lena, mach's nicht. Oh. Ja, okay, Lena war's. What? Direkt vor meinen Augen. Nein, stopp, nein. Ja, doch, weil Andy war Lifelines auch kurz vorher. Weil wir nicht gesehen haben, weil wahrscheinlich das Fenster noch offen war. Dann bin ich hoch zu Lights und dann dachte ich, okay, entweder liegt da jetzt schon jemand oder ist jemand. Dann war ich als Erster da, hab die Lights gefixt. Dann sehe ich dich und dann sehe ich eine halbe Vanessa. Also, ich war yes. In dem Ding ins Fenster, geh dann raus, du läufst weg und ich stehe auf der Leiche. Ja, das Leid war aber schon längst gefixt. Also, ja gut, da Andi jetzt sowieso denkt, dass ich es bin, weil er meint, ich lüge und ich habe ihn nicht dreimal gesehen, die Runde, dann votet halt mich, aber es ist... Andi, er glaubt dir. Ich weiß nicht, was du jetzt an den letzten 5 Sekunden gemacht hast, aber... Sagen wir, von Lifelines den Weg direkt zu Electrical. In der Zeitspanne davor warst du auf jeden Fall noch Lifelines, habe ich dich gesehen. Und da du da warst, bin ich wieder weg. Und weil dann konnte ich nämlich für mich ausschließen, entweder oder, entweder Vanessa oder Lena. Da Andy für mich eigentlich proofen ist dadurch. Trotzdem, und Props an Lena. Ja, super gut. Ich muss nicht diskutieren, für mich ist Lena. Ihr habt vorhin schon eine Runde weggeworfen, weil ich mich einfach random gevotet habe. Also, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ist egal. Also, ich bin dir nicht böse. Andi, sag was. Du hast vorher schon gedacht, dass ich bin. Ich weiß zwar nicht warum, aber do it. Ich war in diesem Fenster, geh da raus, Ray läuft weg und ich stehe in der Leiche. Warum laufe ich wohl weg? Beide waren. Na, ist egal. Er glaubt ihm. Er glaubt ihm. Ja, ich habe jetzt ein kleines Dilemma. Ja. Die Fakten sagen Ray. Mein Bauchgefühl sagt Lena. Ja, das Bauchgefühl ist meistens Bauch. Besser, aber wie gesagt, ich bin dir nicht böse. Hör auf dein Bauch, Andi! Come on! Mach's nicht so spannend! Kann nicht anders voten. Ja, keine Ahnung. Ja. Nein, Bauch und Bauch verloren. Bauchgefühl ist halt immer besser. Titi, Lena. Oh mein Gott. Nein! Alter. Aber wisst ihr, was man da sieht? Wisst ihr, ihr habt einfach eine zu lange Vorgeschichte. Ihr kennt euch zu gut. Ihr habt zu viel den anderen Kopf. Ja, aber es gab halt kein... Ich verstehe Andi. Ich verstehe Andi schon, wie gesagt, aber... Ich bin ihm auch nicht böse. Nee, das Ding war halt, der Verdacht, der dann auf mir lag, war halt eher so... Oh mein Gott. Oh, dem Ray kann ich nicht vertrauen. Deswegen ist er jetzt für mich suspicious. Es war eigentlich komplett unbegründet, weil ich in der Runde gar nicht die Chance dazu hatte, eigentlich. Das schön, ey, Lena, das war richtig smart. Ray, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das dann für ein Diesel oder was, aber unsere erste Begegnung war, als du und Lena von Lights weggegangen sind. Nein, eben nicht. Das war schon die zweite. Als das Lights quasi schon fast bei 100%, also es müsste schon fast bei 100% oder 0% sein, wie auch immer, bist du direkt über
Office Lifeline, also zwischen Storage, Office Lifeline, bist du mir in diesem Zwischenspalt, bist du mir entgegengekommen, wo du nach Osten gelaufen bist. Dann bin ich, und ich bin direkt straight Richtung Electrical, hab's Light gefixt, da kam Lena, und das ist Lena und ich quasi parallel raus, und da haben wir uns das zweite Mal getroffen. Und das dritte Mal haben wir uns dann getroffen als O2 unten. Das war schon so, guck's ja, also normalerweise müsstest du sogar auf der Aufnahme mich sehen. Also das kann mir nicht erklären, wenn es bei dir nicht für mich weiß. War halt, wie gesagt, das eine die erste Begegnung, und dann kam es mir halt im Nachhinein, war mein Gedankengang, okay, du wolltest einfach nur jetzt einen schnellen Vote haben, eventuell. Ich weiß nicht, ob ich es zitieren kann, aber ich glaube, du hast gesagt, mein Kopf sagt Ray, aber mein Bauchgefühl sagt Lena. Nein, die Fakten. Ja. Also Fakten. Aber eigentlich schön so mein oder Bauchgefühl. Was auch immer. Bauchgefühl ist immer besser. Aber dann Rays Argument, hör aufs Bauchgefühl. Natürlich sagt ihm dann erst recht so, niemals. Ja, soll ich dann sagen, hör auf die Fakten. Nein, das habe ich nicht beachtet. Nee, aber finde ich stark. Der Chat war so, oh, mach jetzt eigentlich Bauchgefühl. Ja, aber ich hab ganz ehrlich gesagt, in der Situation war mir klar, okay, wenn er sich jetzt gegen mich entscheidet, verstehe ich es. Deswegen bin ich da gar nicht böse. Ja. Gar nicht. Ja. Andi hat einfach den Mushroom gemacht, so das. Die hätte halt vom Lights wegbleiben. Das Problem war halt, dass Andi nicht proven konnte, dass ich auch Lifeline Squad war. Ja, theoretisch gesehen hättet ihr zusammenbleiben müssen. Ja, aber dann wäre der Kill cooldown irgendwann unten und dann hätte Lena den nächsten Kill gemacht. Ja, dann wäre aber ihr hättet ja in dem Ding gesehen, dass Happen tot ist. Und somit hättet ihr gewusst, wer es war. Bestimmt auch wieder, ja. Ich dachte, hätte Fahrradkette, ne? Ja, genau. Ja, ich hab auch so. Lena, als ich mich verraten hab, weißt du, ich hab ja dann Lena schön war, in den Kill bei Reaktor. War für mich auf jeden Fall verdächtig, deswegen bin ich auch eigentlich immer von ihr abgehauen, wenn ich sie gesehen hab. Und sie war davor, hat auch irgendjemand, glaube ich, den Verdacht ausgesprochen, aber das war dann halt... Ja, das war Andi. Das Problem war halt die vorletzte Runde, dass ich halt so drauf beharrt habe, dass Andi und ich uns dreimal gesehen haben. Es war eigentlich total irrelevant in der Situation. Und deswegen war das halt... Und dann, als ich dann gesehen habe, dass auf einmal so krass auf mich gewotet wurde, dachte ich, oh fuck, ey, das, ich hätte lieber die Klappe halten sollen. Ihr hättet den Chat sehen müssen, also gar nichts Böses oder so, aber wir so, oh, nicht schon wieder, wenn ihr zwei aufeinandertrefft, so, schießt doch nicht unnötig aufeinander. Nee. Ja, wie gesagt, ich will nur die schriftliche Entschuldigung. Ich konnte meinen Rauswurf so feststehen. Und das war jetzt die erste Runde, oder was? Ja. What the fuck? Also dann, XXL-Ausgabe V2. Und lustig, das haben schon wieder die Imposter gewonnen. Warum? Ja, ohne Witz. Übler Scheiß. Bemüht euch mal. Oh nein, jetzt verlieren wir. Jetzt verlieren die Imposter. Och nee, what? Jetzt mach doch nicht so ein. Das muss ja vorher passiert sein, oder? Ich kann proven, dass es Darkness nicht war. Hä? Ich bin vollkommen verwirrt. Ja, ich bin auch. Achso, ich bin auch weggelaufen, so fürs Protokoll, ja. Ich bin schon im Eingang und ich stand noch mittendrin. Ich glaube, Lena war es auch nicht. Aber also, wer da. Das ist Arnold, Jackie und ich waren. Also, ich muss halt auch sagen, also ich hab. Das auch noch nie gemacht. Du musst den Schlüssel da reinstecken, dann rumdrehen. Und drehen. Ich hatte damit schon mal erstmal Probleme, weil ich das, glaube ich, zum zweiten Mal oder so gemacht habe. Und so, wie funktioniert die Scheiße? Ein Schlüssel? Nein. Ihr wisst, was ich meine, wenn man das zum ersten Mal macht, ist so, hä? Also, ich stand da noch mittendrin. Keine Ahnung. Wer stand da sonst noch? Ich bin weggerannt, weil ich wusste, dass sowas passiert. Ich war auch noch dabei. Ich war auch, also ich war nicht ganz im Haufen, ich war ein bisschen abseits, weil ich bin gerade... Andi, das ist immer gefährlich, wenn ich mit dabei bin, wenn du sowas sagst. Andi hat gesagt, Andi hat sich gelaufen. Ich glaube ja tatsächlich... Nee, Andi, du bist weggelaufen, ich hab dich genau gesehen. Ja, bin ich auch. Ich glaube ja tatsächlich, Shroom redet so oft von Stackkills, aber jetzt, hey. Ah, ja, so. Alles cool. Ja. Also ich war so zwar einer wie ich, so oft vor allem, wann habe ich denn das immer gesehen? Wir gucken uns das auf YouTube an und haben es so nie selber gemacht. Jetzt hast du mal die Möglichkeiten, dann denkst du, Stackle. Nee, ja, wer war entweder denn jetzt Arnold da oben oder überhaupt? Tinte. Also Jackie, klar, offensichtlich, Mushroom offensichtlich. Oh, schon Tinte! Ja, genau. So wie ich das verstanden habe, Arnold, Tinte, Caro. Ich möchte jetzt dazu was sagen. Weil ja, dann können wir die drei jetzt einfach nacheinander. Nee, Caro ist ausverkauft. Danke. Ja. Nein, ich bin gerade von der Schlüsseltaste weggegangen. Und dann ich so,
Irgendwas passiert da gleich. Auf einmal sehe ich halt, wie Jackie getötet wird und halt einfach nur noch Tinte und Arnold ineinander alles stehen. Alles klar, dann ist es Arnold. Dann vote ich direkt. Und nee, was? Ich vote nicht, weil sonst werdet ihr gegen mich sein, aber es ist Arnold. Alter, wie auf die Schuhe. Ja, genau! Weil ich, oh, mein Bauchgefühl! Mein Bauchgefühl! Also, ob ich jetzt als einziges so für Arnold gestimmt habe. Gott! Bauchgefühl. Das muss das sein. Ich lauf einfach, Mann. Ist mir egal, Alter. Die Runde ist lost für mich. Ich will einfach nur töten. Einen nach dem anderen. Ihr braucht gar nicht herzukommen. Die Lichter sind gefixt, Alter. Ja, was ist das? Ah, das da draußen, ist klar. Ich hab ihn gesucht. Ich war verwirrt. Ich hab in Whitehits gesehen, dass Schwarztod ist und war gerade on the way, den zu suchen. Auf der kleinen Map, gell, sagst du? Wo wurde er denn gefunden? Wie bist du dann aus Office rausgegangen? Ich hab vorher das Lava-Task gemacht. Links oder rechts? Also wenn Office jetzt unten raus und dann links. Dann hast du den Report-Button aber gesehen, hoffe ich. Nee, wo lag er? Wenn du aus Office links rausgehst, ein Stückchen unten links. Nee, ich bin oben in Office reingegangen. Also ich bin... Ja, aber du hast ja gesagt, du bist unten rausgegangen. Bei den beiden Office. Da, wo Whitehead sind, bin ich unten rausgegangen und bin dann oben in den anderen Office rein, weil ich dachte, machst du jetzt Emergency, machst du jetzt nicht. Habe ich gedacht, nee, okay, lass ich und bin dann auf der anderen Seite raus und dann runter. Aber ich habe keinen Report-Button gesehen, ich schwöre. Ich war jetzt gerade in O2 drin und habe da weitergesucht. Wann, wer war denn alles in Vitals? Vanessa und... Okay, nee. Wunderbar. Darf ich noch mal ganz kurz was einwerfen auf jeden Fall. Vergesst nicht, was letzte Runde war. Es war nur noch ich und Shroom. Wer hat das gecallt, dass nur noch Shroom und ich da standen? Ja, jetzt denk nicht ab, wir wissen, dass es Arnold oder du bist. Aber ich will noch mal sagen, votet gerne auch mich raus, aber ich schwöre euch, Arnold ist auf jeden Fall... Ja, das wissen wir aber jetzt... Ich schwöre. Das klingt halt so, als würdest du jetzt ablenken wollen. Was ich jetzt kurz sagen möchte zu Vanessa, das ist wichtig. Ich weiß nicht, wie du diesen Weg begangen haben sollst. Also, wir sind über Office raus. Ich habe da meine Lava-Taste, ich habe Tinte und dich da noch gesehen. Und du bist aber von Office links... oben Richtung Storage oder so gelaufen. Also Nach der Lava-Task bin ich wieder rein in Office, hab Whitehits geguckt und bin dann da über den Emergency-Button gerannt. Was? Ja, die drei Verdächtigen wurden gewonnen, Alter. Das ist schon richtig. Ich wollte es nur eingehen. Keine Ahnung. Also, wäre halt geil gewesen zu wissen, wie lange er halt schon tot ist. Alter? Ich habe jetzt mal den Emergency Call gemacht, damit wir die Diskussion weiterführen können, weil es wurde gerade spannend. Ja, also ich bin die komplette Runde Mushroom hinterhergelaufen, kann er bestimmt auch bestätigen, oder? Ich habe dich nicht gesehen. Was? Willst du mich als Gefahr? Alter, okay. Ich hab dich schon gesehen, alles cool. Ich bin die ganze Runde hinter ihm hergelaufen. Ja, weil ich jetzt wen gesehen. Ja, okay, komm. Ja, egal, okay. Du warst ja der Meinung, den Kill gesehen zu haben in Lifelines. Wie lange ist das her gewesen vor dem Report? Ich habe halt bloß gesehen, dass jemand tot ist. Und wie lang? Weil das würde vielleicht helfen. Gerade passiert, länger...
Der, wahrscheinlich länger, weil er war ja schon tot, wo ich in Lifelines reingeguckt habe. Mhm. Okay, pass auf, ich habe folgende Problematiken. Ja, du warst nicht Lifelines, Andi, oder wie? Nein. Okay. Ich habe folgendes Problem. Wir wissen aus Runde 1 immer noch, dass es entweder Arnold oder Tente ist. Das hatte die gesamte Menschheit mitbekommen, glaube ich. Ja, und jetzt Caro, ich, Caro jetzt wurde auch schon, halt... die wurde auch genannt, oder nicht? Ich habe nur... Caro ist ja scheinbar unten weggelaufen. Okay. Also, dann haben wir das Problem jetzt, dass es halt in der Theorie sein kann, dass Tinte gemerkt hat, oh, der Andi hat High-Happen gleich, weil ich ja schon nachgefragt habe. Ach, lass doch nochmal über letzte Runde ganz kurz reden, ne? Ja, das fand ich auch komisch, aber ich glaube, Tinte schätze ich manchmal so vorbei. Danke. Schwierig. Nein, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Leute die letzte Runde vergessen, deswegen wollte ich das einfach nochmal einwerfen. Ja, aber um das ging es ja jetzt gar nicht, das haben wir schon nicht vergessen. Okay. Ja, also was machen wir jetzt? Also zu der Thematik mit Arnold und Tinte, wenn wir schon sagen, dass Tinte immer ein bisschen verpeilter ist, ne? Also es gibt jetzt halt eine Möglichkeit, entweder voten wir jetzt Tinte, danach Mushroom oder andersrum. Alter, wenn dann bitte andersrum, weil dann stimmt's. Oder wir skippen halt nochmal und überführen halt, keine Ahnung. Wir fangen mit Arnold an. Okay. Danke. Ihr seid so Schweine, warum? Es ist richtig, glaubt es mir einfach. Es ist einfach so falsch. So falsch. Alles richtig. Arnold. Jetzt werden wir ja sehen, ob ein Double Kill passiert oder nicht. Passiert nicht. Es wäre so gut, wenn jetzt ein Double Kill passiert, Mann. Wegen mir verliert die Imposter heute zum ersten Mal, Mann. Aber ich musste den Stack Kill machen, das war einfach. Muah. Scheiß Cooldown. Vielleicht kann er ihn jetzt töten oder so. Ich fusche mir jetzt nicht dazwischen mit Sabotagen. Wunderbar. Schön weg mit den Leuten. Dürfen nicht hier runterkommen. Wenn er jetzt einen Double Kill macht, dann ist Tinte safe raus. Come on, Ray. Ich vertraue auf deine unglaubliche Stärke als Imposter. Ihr musst am Leben lassen. Aber jemand anders musst du töten, heimlich. Oh, was eine Maschine. Er hat's gemacht. Er hat einen Double Kill. Jetzt muss es nur noch ablenken. Ja, da okay. Ich sagen, geil. Doppelkill, oder? Ja, geil, das wird so hart auf mich fallen, ich schwör. Also, ich habe Andi reported und es wird jetzt 100 Pro. Nein, ja, genau, das war so. Ich hätte ihn nicht mal. Ich hab mir echt. Ich bin an ihm durchgelaufen, da stand Report. Ich wollte eigentlich gerade meine Task machen in Specimen Room. Was weiß denn ich, Alter? Da unten rechts. Ja, unten ich wollte meine Task machen und dann sehe ich Report. Sehe ihn noch gar nicht und dann laufe ich nochmal zurück und überlege mir wirklich, drücke ich jetzt Report? Weil, wenn ich jetzt Report drücke, dann wird es eh auf mich fallen. Aber. Ja, ich habe Report gedrückt, ich habe Andi gefunden, ich habe niemanden gesehen, ich wollte meine Zahlen. Jetzt müssten sie ihn rausvoten. Ich war es definitiv nicht, aber Mushroom war definitiv Imposter. Punkt. Ja, aber es sind zwei also Leute jetzt, tot. Jetzt muss so, es eigentlich oder? Tinte sein, weil ja. Ich kann immer. Nein, nein, ich möchte ganz kurz. Ich habe. Okay. Oder Caro, was wirklich? Nein, alles ich habe ich bin mit Lena zusammen. Komm schon, Ray! Lena zusammen Richtung Laboratory. Lena, Ray, wenn du das holst, ist deine beste Runde als Imposter. Ich bin dann in MedBay in den Scanner rein, dachte mir so, okay, entweder holt mich gleich Lena oder nicht. Aber Lena hat mich nicht geholt. Komischerweise habe ich da dann Tinte gesehen, wie er weggelaufen ist von dem Alarm. Das ist halt Richtung Decontamination gegangen. Ich bin dann links. Also ich bin dann raus aus Laboratory, bin dann zu dem Linken, hab den gefixt, bin dann in Richtung den Raum Electrical runter und komischerweise bitte in die Kommentare, soll er für den Weg von Decontamination runter so zum Specimen ist. Room, den sie also eine Minute gefühlt gebraucht haben. Also nie ja, Chin-Chin. Richtig. Okay, dann biete ich euch was an. Votet mich doch einfach raus. Ich bin mir 100% sicher, dass es Mushroom war. 100%. Dann kannst du doch einer gewesen sein. Und dann ist es Caro. Votet mich. Nein. Votet mich. Tut es. Verpasst ihm den Gnadenstoß. Ah, allein das tut schon gut, das zu sehen.
So, wir müssen Ray zuschauen. Wo ist er? Wo ist er hin? Lights. Er macht Lights. Schöner Move. Wie Zero einfach so dasteht. So, really? Dieser Mond war sinnvoll. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin gerade Richtung Electrical gelaufen, wollte gerade zum Lightfixen gehen. Ich bin gerade erst da, ich habe die Leiche nicht gesehen, ich habe Lukas da gefunden. Okay, Vanessa, wo warst du? Ich war in Specimens Room. Simon Says und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Task. Die ganze Runde. Jetzt gerade ja. Ich bin sofort von Emergency Button runter in Specimen Room. Und dann ging auch das Licht aus, dachte mir aber, okay, die anderen werden das machen und ja. Wo warst du, Caro, davor? Ich habe in Office erst den Wasserkanister aufgefüllt, bin dann weiter Richtung Weapons, hab da die Download, Upload, ich bin mir aber so unsicher, aber diese Download, Upload-Task gemacht, bin dann weiter Richtung Communications, hab da genau diese gleiche Task gemacht, weil ich mir dachte, ich mach die Task eben fertig. Hä, ich war davor in Communications. Oh, sorry, Arnold. Das kann gar nicht sein. Wie lange ist das her? Ja, ich war jetzt quasi auf dem Weg zu Lights, weil es ja immer noch nicht gefixt wurde. Ich wollte da eigentlich auch nicht hin, weil ich safe nicht, wusste, dass ich da sterben werde. Ich wurde, genau. Dann also, dann bin ich bei Vanessa. Ganz komisch. Ich habe gerade noch überlegt, wen ich bei Laboratory noch gesehen hatte, als ich da Lena und Tinte gesehen habe. Und ich glaube, dass da High Happen halt, also Vanessa auch noch dabei war. Nein, war ich nicht. Als ich da oben war, war kein weiterer. Also, wie gesagt, ich habe am Anfang noch gesehen oder habe gesagt, dass es entweder Arnold oder halt Tinte ist. Jetzt ist Tinte halt raus. Das heißt, einer von den beiden war es ja dann. Und nachdem halt Arnold raus war, wurde ein Doppelkill gemacht. Das heißt, es muss halt Tinte gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ey. Warum sollte ich denn jetzt wirklich... Also, schön, sorry, aber schön. Nee, Caro, das... Vanessa. Ich war ein Specimen und... Das gibst du nicht. Ey, Leute, ich versteh's ja nicht, ne? Ich versteh's auch nicht, ey. Aber ganz ehrlich, warum? Nein, warum? Nein! Aber jetzt sind alle drei vom Anfang raus, oder? Dann müssen wir ja eigentlich... Wir haben ja gewonnen! Ich bin ja Imposter, Alter! Respekt, Alter! Oh. Danke. Ray, Respekt! Ey, mal ganz kurz, alle ruhig! So genau, okay, war schon was raus. Ich muss jetzt diesen Doppelkill machen, dass Tinde, der Verdammt alle, auf Tinde fällt. Alle ganz kurz. Wenn du von Simon weggelaufen bist, wusste ich schon scheiße. Der Sidestep war zu viel. Ich dachte so, fuck, warum bin ich, wo laufe ich? Jetzt weiß er es. Aber ich habe zum Glück... Ganz kurz, Ray, Props an dich. Das war Zucker, das Gameplay. Das war purer Zucker, Mann. Das war meine beste Posterrunde, die ich je... Hab ich auch gesagt. Hab ich gerade gesagt. Schön Tinte mitgenommen. Ich hab gerade gesagt, ich hab da noch gesagt, jetzt hol dir den Double Kill. Vor allem das Geile ist, am Ende waren halt auch Vanessa oder Caro fertig. Ich war gar nicht im Gespräch. Weil ich dich auch nie gesehen. Was ich am Ende nicht verstanden habe. Warum hat Vanessa Caro gewotet? Weil Caro erzählt hat, dass sie angeblich oben mit war, aber ich war da nicht. Lass mich doch mal ausreden, Mann. Warum sollte der Imposter so doof sein und einen Selbstreport machen? Haben wir heute überhaupt mal die Crewmates gewonnen? Nein. 6 von 6. Was für Schrotte, Alter. Ich verstehe nicht, warum der. Ich dachte schon, fuck, wegen mir verlieren die Imposter heute zum ersten Mal. Ja, und Ray reißt es wieder. Er macht den Stack, ich so, oh nein, Alter. Alter, ich war so geil. Ich musste es machen, Mann. Ich wusste es. Es hat mich so getriggert. Ich wusste 1000%, dass es er war. Allein mit dem. Stackel hast du nie gemacht. Und ich stehe da drin. Dann sagt Caro, ja, da waren nur noch Tinte und er. Und dann wusste ich, es muss er gewesen sein. Naja, war ja goldrichtig. Und danach, ich wollte unbedingt. War in dem Fall richtig, ja.
der Rest hat halt dann nicht mehr gepasst. Aber ihr dürft einem Mann nicht vertrauen, der immer wieder die falsche Map aufruft und die Map auch gar nicht aufruft, der so verplant ist. Richtig, es war halt perfekt, halt Problem, durch den Doppelkill. Ja, hast du den gemacht, dass ich so, jawohl. Und jetzt noch rausreden, perfekt. Und dann damit hat er mich richtig rausgenommen, ja. Richtig traurig. Ja, das war auch mein Ziel, weil das Problem wäre jetzt halt wirklich nur ein Kill passiert. Ich habe ja extra auch noch vor der Runde gesagt, okay, wir werden ja sehen, ob jetzt ein Doppelkill passiert. Und ich so gleich voll Trigger-Happy, ich muss jetzt gehen, Andi läuft allein da ein Specimen, geil. Andi weg, nächster, yes, nächster weg. Oh, Doppelkill, dann muss es ja klar sein. Oh Mann, ey. Und dann habe ich auch schön diskutieren lassen. Und dann habe ich auch noch so schön für die nächste Runde noch so gedacht, ja, aber es ist jetzt vielleicht doch Caro, weil die ist ja auch noch da gewesen. Ah, ich weiß nicht. Alter, Ray. Die beste Imposter-Runde von Ray. Das war's. Ohne Scheiß. Props an ihn auf jeden Fall. Ray, ich verneige mich vor dir, Ray. Von dieser Bosheit. Und diesmal wirklich mal der Arsch gewesen, jemand anders einfach mal zum Schul. Wie jetzt Caro? Ey, Caro kann nicht sein. Weißt du, wo ich die ganze Zeit stand? Oben im Dingship und hab drauf gewartet, bis mal jemand kommt, um zu reporten. So. Oh. Und ich so, ey, Caro, das kann nicht sein, ich war doch Communications. Ich war halt komplett verwirrt mit der Hand. Oh, geil. Will jemand noch was sagen? Ansonsten beenden wir das Ganze. Hat, warum Caro überhaupt rausgewotet wäre. Ich will noch was sagen. Weil der Imposter wäre niemals so blöd gewesen und hätte das. Diese Intrigenz. Ist einfach genau, diese Intrigenz. Ich kam ja nicht zu Wort, aber ich wollte gerade sagen, diese Intrigenz reicht mir jetzt. Ich gehe jetzt brechen. Tschüss. Ciao. Macht's gut, Leute. Tschö. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss. Reinhauen. Tschüss.